Die Stadt Neuss liegt in einem Ballungsraum zwischen Düsseldorf und Mönchengladbach. Daraus resultiert ein hoher Siedlungsdruck, sowohl in Bezug auf Wohn- wie auch Gewerbeflächen. Das Stadtgebiet im Süden ist stark durchgrünt und ökologisch hochwertig. In den älteren Siedlungsbereichen im Norden sowie am Hafen kommt es aufgrund der dichten Bebauung bei Extremwetterlagen jedoch zu Überhitzungen. Das Klimawandel findet auch hier bei uns in Neuss statt. Das haben wir früh erkannt und gehandelt, weil wir auch zukünftigen Generationen eine saubere Umwelt und eine hohe Lebensqualität sichern wollen. Für die Stadt Neuss war die Verabschiedung eines Konzeptes zur Klimaanpassung im Jahre 2014 nur die logische Folge einer langjährigen Auseinandersetzung mit dem Thema Klimawandel. Bereits seit 1988 werden im gesamten Stadtgebiet aufwendig Klimadaten erfasst. Das Ziel war die Ermittlung von Lokalwindsystemen, die Abgrenzung städtischer Wärmeinseln und die Identifizierung von Kaltluftentstehungsgebieten und Ventilationsschneisen. Die Daten kamen von mehreren Messstationen, wurden aufwendig durch Thermal- und Multispektral-Scannerbefliegungen oder Klimamessfahrten ermittelt und umfangreich ausgewertet. Es gelang, eine fundierte, mess- und rechentechnisch abgesicherte Fachdatenbasis zu schaffen und die gewonnenen Informationen in Klimakarten zusammenzufassen. Wo sind die Hotspots? Welche Grünflächen sind unbedingt zu erhalten und welche Wohn- und Gewerbegebiete liegen aus Umweltschutzsicht in konfliktarmen Zonen? Die Karten geben darüber Auskunft. Wir haben ja eine Planungshinweiskarte entwickelt, die also konkret die Erkenntnisse aus unseren diversen Untersuchungen eigentlich zusammenfasst und darstellt, wo man eben am besten bauen kann und wo nicht. Das heißt, konkret in Planungsprozessen wird aufgrund dieser Karte deutlich, wo kann ich klimaangepasst bauen und wo wäre es weniger günstig, und das lassen wir in alle entsprechenden Verfahren einfließen. Das Thema Anpassung an den Klimawandel ist somit bei allen Planverfahren der Stadt präsent, sowohl bei neuen als auch bei bestehenden Gebieten. Alle Ämter und Abteilungen der Stadtverwaltung können auf Basis des Kartenmaterials die Belange des Stadtklimas bei ihren Entscheidungen berücksichtigen. Beim Neubau gilt es unter anderem, Frischluftschneisen, die für einen Austausch der Luftmassen im Stadtgebiet und die Zufuhr kalter Luft notwendig sind, zu schützen und dort womöglich auszubauen. Auch die Dachbegrünung spielt für das innerstädtische Klima eine wichtige Rolle. Die Vegetation und das Substrat helfen dabei, die Temperatur der Luft zu senken und leisten einen Beitrag zum natürlichen Regenrückhalt bei Starkregen. Ja, die Stadt Neuss möchte gern mehr Gründächer, vor allem in Innenstadtbereichen, haben. Und um die ganzen Prinzipien der Dachbegrünung besser verstehen zu können, wird derzeit auch ein Forschungsprojekt mit der Uni Hamburg geplant. Denn ein Problem sind Wärmeinseln im Bestand. Versiegelte Flächen und dichte Bebauungen speichern viel Sonnenenergie und kühlen auch nachts nur langsam aus. In Verbindung mit dem geringen Luftaustausch in solchen dicht bebauten Stadtgebieten ist mit einer besonders großen Hitzebelastung zu rechnen. Für Kinder und alte Menschen bedeutet das bei Extremwetterlagen eine ernstzunehmende gesundheitliche Gefahr. Um diese wirklich Problemfelder zu lösen, das sind gerade besondere Innenstadtbereiche, müssen eben Maßnahmen ergriffen werden, beispielsweise mehr Grünflächen oder Wasserflächen, die irgendwie in die Bausubstanz einbringen. Die Anpassung von Städten an den Klimawandel ist ein langer Weg. Aber die Stadt Neuss ist hier früh gestartet, beginnend vor 30 Jahren mit der Schaffung einer umfangreichen Datengrundlage und der Integration dieser Daten in anwenderfreundliche Karten als Planungsgrundlage. Mit ihren stadtklimatischen Leitbildern und deren konsequenter Umsetzung hat die Stadt Neuss eine Grundlage geschaffen, um ihren Einwohnern auch in den nächsten Jahrzehnten ein hohes Maß an Lebensqualität zu bieten.